Homeoffice ist gerade eines der meistgebrauchten Wörter in der Arbeitswelt. Doch was sich einfach anhört, ist es oft nicht. Hier gibt es Tipps. In vielen Berufen gibt es in der heutigen Zeit die Möglichkeit, die Arbeit auch von zu Hause zu erledigen. Genau das ist jetzt in der Krise eine sehr gefragte Alternative. Natürlich funktioniert Homeoffice nicht in allen Berufen. Oft sind Startups, Agenturen oder andere Digitaldienstleister bereits mit dem Homeoffice vertraut. Denn diese ermöglichen ihren Mitarbeitern schon länger das mobile Arbeiten. In anderen Firmen müssen erst die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden. Das geht schon los bei der nötigen Hardware, wie Laptops. Des Weiteren sind IT-Strukturen und Vertrauensarbeitszeit für diese Firmen oft Fremdwörter. Diese Seite soll helfen, schneller zu reagieren. Einer der wichtigsten Punkte ist hier, klare Kommunikationsregeln zu schaffen, damit die Mitarbeiter nicht in der Anonymität verschwinden. Legen Sie sich auf einen Kommunikationsweg fest. Denn zu viele Wege können einen schnell konfus machen und helfen nicht. Der nächste Punkt ist der richtige Platz zum Arbeiten zu Hause. Im Bett zu liegen mit dem Laptop auf den Beinen oder am Küchentisch zu sitzen, ist da sicher nicht das Richtige. Suchen Sie sich einen Raum, wo Sie ungestört und konzentriert sein können. Das Wichtigste ist eine gute Internetverbindung und ein stabiler Telefonempfang. Dann kann das effektive Arbeiten von zu Hause losgehen. Halten Sie virtuelle Meetings ab. Wann, wie und wo legen Sie am besten firmenintern fest? Aber Meetings sind die Hauptgrundlage, um gemeinsam weiterarbeiten zu können und den Überblick nicht zu verlieren. WebEx, Skype oder andere Tools für Telefonkonferenzen bieten sich da an. Zwar kann ein Tag im Homeoffice produktiver und konzentrierter ablaufen. Schließlich wird man nicht regelmäßig von seinen Kollegen oder seinem Chef am Schreibtisch besucht. Aber in Zeiten von Corona sind Kindertagesstätte und Schulen geschlossen. Die Kleinen kann man für kurze Zeit sicher beschäftigen, aber wenn die Aufgaben erledigt sind, wollen sie von den Eltern unterhalten werden. Eine Möglichkeit wäre, früher anzufangen und die Morgenruhe zu nutzen oder die Arbeit auf den Abend zu legen, wenn der Partner übernehmen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, inwieweit die Arbeitszeit aufgeweicht werden kann. Vergessen Sie nicht, Ihre Arbeitszeit zu erfassen. Stempeln und Ähnliches ist zu Hause nicht möglich. Excel und Zeiterfassung als Tools sind hier großartige Alternativen. Und als Letztes, legen Sie sich einen Zeitplan zurecht. Stellen Sie einen Plan auf, wann Sie arbeiten und wann Zeit für anderes ist. So wird die Arbeit strukturierter und man arbeitet nicht zu viel.